Mein Thema ist heute Abend das mit diesem Überwinden von dieser leichten Bedrängnis. Und die Frage ist immer, was ist das mit dem Überwinden? Und das allein schon das Wort hat mich oft in meinem Leben wirklich gestresst. Das muss ich echt sagen. Überwinden hat immer etwas mit einer Entscheidung zu tun, hat immer etwas damit zu tun, dass ich mich mit Kraft, also auch mit Anstrengung, mit Hingabe, mit all diesen Dingen, dass ich das überwinde, was da vor mir ist und was ich als so sehr schwierig empfinde. Und jeder von uns kennt das. Dieses Ding mit den Schwierigkeiten, mit den Nöten, mit den Ängsten, mit den Sorgen. Und jeder kennt es auch, dass manchmal diese Dinge völlig überraschend, unangekündigt, unvorhergesehen in unseren Alltag eindringen. Also dass sie wie plötzlich da reinkommen und versuchen, uns zu überwältigen. Jeder von uns kennt das. Manchmal sind es eigene ungute Entscheidungen, die dieses plötzlich hervorbringen, aber oft auch tatsächlich ohne unsere eigenen Versagen, unsere eigene Schwäche oder was auch immer, sondern sie sind plötzlich da. Diese Eindringlinge, diese Fremdkörper in unserem Leben. Und ich habe das wirklich öfter erlebt, dass da auf einmal über Nacht quasi ein Problem auftauchte. Man konnte abends ins Bett gehen und alles war gut, aber am nächsten Morgen sah die Sache schon ganz anders aus. Und diese Sache hatte nicht vor, einfach so aus meinem Leben wieder zu verschwinden. Manchmal konnte ich das auch gar nicht selber aus meinem Leben so einfach entfernen. Und ich weiß, dass Menschen oft über diese eingedrungenen Sorgen über die Probleme und Schmerzen und Diagnosen, dass wir darauf wirklich verstört, ärgerlich, frustriert, ängstlich reagieren und manche sogar mit Panikattacken, je nachdem, wie das Thema so ist. Und dann kommt natürlich noch der Feind dazu und er stellt ganz schnell in unserem Glaubensleben eine Verbindung her. Ich glaube, ihr kennt das. Der Feind ist so schnell, unsere Beziehung zu Jesus, unsere Beziehung zum Heiligen Geist, unsere Beziehung zum Vater im Himmel zu unterlaufen und die madig zu machen, uns darin zu bedrängen, die Beziehung irgendwie zu knacken, zu stören, quasi die Beziehung zu hacken, würde ich sagen. Und in uns kommen Zweifel an der Güte und an der Gnade Gottes. Warum greift Jesus denn nicht ein, wo er doch der Heiler ist? Warum höre ich Gott überhaupt jetzt gar nicht, gerade in dieser Krise? Warum lässt Gott sowas überhaupt in meinem Leben zu? Ich kenne diese Stimme, ich kenne diese Worte und ich weiß, woher sie kommen. Das sind Dinge, die er auch versucht, der Feind, mit Gedanken. Weißt du, auch wenn du tagsüber, mag das manchmal gehen, dass man die Dinge noch irgendwie regeln kann, aber nachts, dann fängt so ein Gedankenkarussell an und diese Frustration, die der Feind in unsere Gedanken streut, die versucht uns wirklich mürbe zu machen. Etwas ist in unser Leben gekommen, was wir so nicht erwartet haben, was wir so nicht wollten und es ist schwierig auf einmal. Aber ich weiß auch aus meinem Leben, dass ich aus diesen Sachen wirklich gelernt habe. Ich habe sehr, sehr viele schwierige Dinge erlebt. Aber ich habe auch erlebt, wie der Herr mich immer gezogen hat, mit ihm die Dinge zu sehen, also anzusehen, mit ihm die Dinge zu besprechen, mit ihm die Dinge durchzugehen, nicht von seiner Hand zu weichen, nicht von seiner Leitung loszulassen. Und ich habe gelernt, diesen Stimmen des Feindes
zu widerstehen. Ich habe mehr und mehr in meinem Glaubensleben an Raum gewonnen, an Zuversicht gewonnen, an einfach dieser Kraft Gottes gewonnen, und ich bin schneller geworden darin zu unterscheiden, woher denn jetzt dieser Angriff kommt, woher diese Stimmen kommen und was ich eigentlich tun muss jetzt in dem Moment. Ja, ich war in diesen plötzlich auftretenden Schwierigkeiten manchmal wie echt niedergeschlagen. Aber ich wusste, ich bin immer noch im Plan Gottes für mein Leben und ich werde ganz gewiss nicht vom Feind aufgerieben werden. Und ich habe gelernt, mich zu weigern, in meinem Leben die Dinge, die da kommen, um mich zu bedrücken und um mich zu bedrängen oder die einen schlechten Einfluss auf mich einüben wollen, dass ich denen widerstanden habe, dass ich versucht habe, gelernt habe, sie zu überwinden, dass diese Fremdkörper, so würde ich es mal sagen, in meinem Glaubensleben wirklich überwunden werden können. Weißt du, manche gläubige Menschen halten es gar nicht für möglich, dass man Schwierigkeiten, Nöte, Sorgen, Ängste, Panik oder was auch immer, dass man es tatsächlich mit dem Herrn überwinden kann. Und die Bibel spricht von diesem Überwinderleben. Und eins, was mir sehr bewusst wurde, ist immer dieser eine, also eigentlich waren es immer diese ersten drei Worte. Ich weigere mich. Das war schon mal etwas, was mir geholfen hat, eine Haltung einzunehmen, so einen festen Stand einzunehmen. Ich weigere mich und ich werde mich nicht beugen unter dieses Problem und ich werde lernen, mit dem Herrn dieses Ding zu überwinden. Zu überwinden heißt nicht unbedingt, dass das Problem jetzt einfach auch so vom Tisch war, sondern ich musste dranbleiben. Manchmal waren es längere Strecken, manchmal waren es kürzere Strecken, manchmal war es mit Dingen verbunden, wo ich nicht wusste, wie geht das aus und wie lange würde das dauern. Manchmal war es nicht mit mir, sondern vielleicht mit meinen Kindern, mit Menschen, die ich kannte, mit Beziehungen, egal was. Ich konnte ja nicht immer wissen, wie lange wird dieser Zustand andauern. Aber was ich mir gemerkt habe, schon vor vielen, vielen Jahren, das waren diese einen drei Worte, mit denen ich angefangen habe, meinen Stand, meine Entscheidung festzulegen. Ich weigere mich. Ich werde mich nicht unter dieses Problem beugen. Auch wenn ich in Schmerzen war, wenn ich im Krankenhaus sein musste, wenn irgendeiner in der Familie im Krankenhaus war. Das greift ja nach uns, das versucht ja, unseren inneren Menschen wirklich zu überrumpeln, zu überwältigen. Und trotzdem können wir in diesen Dingen überwinden lernen. Und darum geht es heute Abend. Ich habe mir oft angewöhnt, ich bin ein Überwinder durch den, der mich stark macht, Christus, und ich werde ankommen, ich werde durchkommen. Ich sage, ich bin ein Überwinder durch den, der mich stark macht, Christus. Und durch ihn werde ich durchkommen und ankommen. Und das eine will ich dir sagen, wir sind Gottes Volk. So, als ich über dieses nachdachte, mit diesen Erschütterungen, mit diesem Überwinden, mit diesen Herausforderungen, mit diesem, was da so plötzlich in unser Leben reinkommen kann, da fiel mir das ein, eigentlich ist es ein Gleichnis, was Jesus uns erzählt, und viele von euch kennen mit Sicherheit dieses Beispiel. Und hier habe ich etwas,
was, vielleicht seht ihr das nicht ganz gut, das hier ist eine Perle. Und über diese Perle will ich mit euch nachdenken und mit euch darüber sprechen. Den Text dazu kannst du lesen in Matthäus 13 und es sind wieder eigentlich nur zwei Verse, die heute mein Thema sind. Vers 45 und Vers 46. Und da wird über einen Kaufmann berichtet, der auf der Suche nach schönen Perlen war. Er handelte mit Perlen, er hatte Ahnung davon, er hatte Verstand, er hatte gelernt, damit umzugehen, Perlen zu unterscheiden, was ist wertvoll, was ist nicht so wertvoll, worauf muss man achten. Und er kaufte und verkaufte Perlen. Und dann wird von einem grandiosen Erfolg in seinem Kaufmannsleben berichtet, nämlich als er aber eine besonders kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Er verkaufte alles, was er hatte. Alles, was er besaß, hat er drangegeben, um diese eine Perle zu bekommen. Und die kaufte er. Er bezahlte einen Preis. Diese kurze Begebenheit wurde von Jesus als ein Gleichnis erzählt über das Reich der Himmel. Perlen stehen für eine bestimmte Symbolik, wie zum Beispiel Ewigkeit, Unveränderlichkeit, Glanz, Herrlichkeit oder aber auch in manchen mystischen Dingen. Für mich ist die Bedeutung eben von der Perle dieses Überwinden. Überwinden ist eigentlich das ursächliche Thema, was eine Perle ausmacht. Denn eine Perle stellt man nicht her, sondern sie wird im Wasser gefunden. Man muss also wirklich suchen und es haben sich Leute darauf spezialisiert, das sage ich gleich nochmal, es sind Leute, die geübt haben, lange Zeit unter Wasser zu sein, die getaucht haben, um eben in diesen Unterwasserregionen diese Muscheln zu finden, diese Austern zu finden und zu hoffen, dass da eine kostbare Perle drin ist. Diese Taucher, die haben wirklich keine Anstrengung gescheut, noch Kosten, um an eine echte Perle zu kommen. Ich habe gehört in einem Bericht, da hat jemand gesagt, sie blieben etwa 3 bis 3,5 Minuten unter Wasser, etwa 14 Meter, bis zu 14 Meter Tiefe, um an die Korallenriffe zu kommen, wo diese Muscheln dran waren. Und manchmal konnte es Wochen dauern, bis jemand wirklich eine solche Kostbarkeit, eine echte, große, schöne, richtig gebildete Perle gefunden hat. Perlen muss man nicht wie andere Edelsteine bearbeiten. Ich habe gesehen in einem YouTube-Beitrag auch, dass es Perlenschleifer gibt, also die versuchen, diese Oberflächen zu polieren, reinzumachen, Unebenheiten wegzunehmen, aber das sind wirkliche Spezialisten. Eine Perle kann man auch nicht zertrennen. Weißt du, Edelsteine kann man immer in noch kleinere Teilchen zertrennen. Man kann sie wieder schleifen, man kann bestimmte Formen daraus schleifen. Das geht bei einer Perle nicht. Bei einer Perle handelt es sich um einen ganz besonderen Prozess. Denn diese Perle ist eine gewachsene Sache, etwas, was entstanden ist, was lebendig in einem lebendigen Organismus gewesen ist. Und die Perle entsteht eigentlich durch eine Erschütterung. Sie entsteht durch ein Problem, durch eine Herausforderung, durch eine Not oder wie man es auch immer bezeichnen möchte. Aber es ist wirklich etwas, was, sagen wir mal, in das Leben der Austermuschel hineinkommt
und einen ganz bestimmten Prozess hervorbringt. Nämlich, wenn ein Sandkorn oder ein Parasit, das ist unterschiedlich, wenn der oder das Sandkorn in diese Muschel eindringt. Ich habe euch hier eine halbe Muschel mitgebracht. Vielleicht seht ihr das. Da seht ihr innen drin, das glänzt. Das ist diese Perlmuttbeschichtung, dieser innere Mantel, der in dieser Austernmuschel drin ist. Und das wurde natürlich hier bearbeitet, aufpoliert. Das sieht in echt außen auch nicht so glänzend und schön aus, aber so, das ist die eine Hälfte von einer Austernmuschelschale. Und innen drin kommt dieses, wenn dieses Sandkorn innen reinkommt, dann wird solch eine Perle von der Austermuschel gebildet, nämlich indem sie von diesem Perlmuttmantel immer wieder etwas um diesen Fremdkörper herumlegt. Sie überwindet, überdeckt, übermantelt quasi dieses Problem. Die Auster an sich kann, oder diese Austernmuschel kann das Problem von sich aus nicht beseitigen, aber sie überwindet es. Und in diesem Prozess kommt etwas ganz Besonderes hervor. Ich bin sicher, dass viele von euch dieses mit der Perle kennen, weil es ist oft darüber auch gesprochen worden, dass es ja wirklich für uns Christen ein Bild geworden ist, die Dinge, die plötzlich in unser Leben hineinkommen, zu ummanteln, zu überdecken, zu überwinden, um einfach dieses Problem, was wir nicht unbedingt immer beseitigen können, wirklich mit der Gnade Gottes zu ummandeln, zu bedecken, um etwas daraus Besonderes werden zu lassen. Gott wird in deinem Leben durch dein Problem, wenn du es mit ihm durchgehst, wenn du zulässt, dass er es mit seiner Gnade, mit seiner Freude, mit seiner Herrlichkeit ummantelt, bedeckt, schützt. Er wird etwas Kostbares aus deinem Leben machen. So, diese Perlen, die man findet, diese Naturperlen, diese gewachsenen Perlen in dieser Austernmuschel, die gewinnen immer mehr an Wert, weil man nicht mehr so viele Taucher hat, die das auf sich nehmen, um diese Perlen zu finden. Und deshalb ist die Ausbeute auch geringer geworden in den Jahren. Und ich habe gelesen, die fünftgrößte Perle der Welt wurde 2005 von einem englischen Auktionshaus für 2,5 Millionen Dollar ersteigert. Eine Perle für 2,5 Millionen Dollar. So, wenn du an das Gleichnis von dem Kaufmann denkst, der alles verkaufte, was er hatte, um diese eine kostbare Perle zu gewinnen, zu finden, also zu bekommen, dann weißt du, er hat kein Geld zurückgehalten, keinen Besitz zurückgehalten, er hat nichts zurückbehalten, was sein eigenes war, sondern er hat alles hingelegt, um diese eine Perle zu bekommen. Wenn du etwas mehr, also einfach so über diese Perlen, wie Perlen entstehen, wie Perlen gelagert werden, verkauft werden oder was auch immer, dann kannst du einen YouTube-Video dir anschauen. Und zwar haben wir den verlinkt und den blenden wir ein, dass du dir das einfach mal anschauen kannst. Das ist wirklich sehr bereichernd. Das hat mir echt manches nochmal so ein bisschen geholfen zu verstehen und vor Augen zu halten. Und es ist einfach für uns Christen ist es gut, wenn du heraushörst, wie diese Dinge vor sich gehen. Heute ist es natürlich so, dass Perlen gezüchtet werden. Also man bringt quasi in eine Austernmuschel künstlich einen Fremdkörper ein und versucht damit wirklich viele, viele Perlen zu produzieren. Und
Trotzdem ist es so, dass Perlen, die gezüchtet wurden, wenn sie wirklich gut ausgebildet sind, dann haben sie auch schon einen richtig großen Wert. Ich habe gelesen, eine 20 mm große Perle, die aus der Südsee gewonnen wurde und deren Qualität hochwertig ist, kostet mehr als 10.000 Euro. 10.000 Euro, das ist schon mal echt ein Batzen Geld. So, Perlen, ich will natürlich jetzt nicht mit euch über Perlen und so, wie entstehen sie, wie verkauft man sie oder irgendwie was, das ist ja gar nicht mein Anliegen, sondern ich möchte mit dir darüber sprechen, dass Perlen wirklich für uns als Überwinder stehen. Eine Perle steht immer für ein Problem und es ist immer dieses Problem, was überwunden wurde. Und oft denken wir ja, dass die Probleme, die in unser Leben kommen, auch jetzt in der Zeit, in der wir leben, in diesem Bedrängenden, was wir erleben, wir denken ja, dass es nur noch schwierig ist, nur noch boshaft ist, nur noch negativ ist und wir erleben das in unserem Glaubensleben als eine Bedrängnis, als einen Fremdkörper, als etwas, was uns ständig zu Schwierigkeiten führt. Aber es gibt auch eine andere Sicht der Dinge, preis den Herrn. Das Leichte unserer Bedrängnis ist vorübergehend, haben wir vorhin gelesen. Und in unserem Leben gibt es immer wieder in die Situationen, die uns bedrängen, dieses Aber Gottes. Das Aber Gottes, ich sag euch, das hat mir schon so oft geholfen. Hat mir so oft geholfen zu sagen, ich werde mich nicht beugen, ich werde nicht zurückweichen, ich werde nicht das Problem einfach nur so akzeptieren, sondern das Aber Gottes ist über meiner Situation, über meinem Leben ausgerufen und er wird immer aus den Herausforderungen meines Lebens, immer wird er etwas machen, das ihm Ehre gibt. Er wird etwas Schönes daraus machen, etwas Kostbares, etwas Wertvolles. Die Dinge meines Lebens, die so schwierig sind, sie sind nicht zu meinem Untergang bestimmt, sondern Gott möchte, dass ich lerne zu überwinden, dass ich lerne, mit ihm die Dinge anzuschauen, mit ihm die Dinge wirklich zu ummanteln, wie wir festgestellt haben. Schauen wir uns ein bisschen dieses Wort überwinden an. Ihr wisst, es ist immer gut, wenn wir Bibeltexte haben, wenn wir in der Bibel lesen, dass wir Ausschau halten nach Worten, die uns vielleicht auffallen oder die eine bestimmte Bedeutung für uns im Moment haben. Und wenn man nicht einfach sie weiter so wegliest, sagen wir mal, sondern wenn wir uns darum kümmern, sie ein bisschen nachzuforschen, ein bisschen da reinzugehen und zu erfassen, was die Bedeutung ist. Also dieses Wort überwinden hat eine wirklich große Vielfalt. Und ich möchte ein paar davon dir mitgeben und vielleicht kannst du einfach diesen Bogen zu deinem Glaubensleben gerade mitschaffen, mitgehen, dass du weißt, dieses Wort überwinden ist für mein Glaubensleben jetzt gedacht. Jemand, der überwindet, das ist einer, der wie ein Bezwinger ist. Es ist ein Sieger. Einer, der etwas erobert oder ein Meister. Diese Muschel ist eigentlich ein Bezwinger dieses Sandkorns. Sie ist ein Eroberer von diesem Problem, was sie empfindet und sie macht es zu etwas Kostbarem, zu einem Meisterstück. Das Wort überwinden heißt aber auch, jemand, der überwindet, das ist jemand, der hat sich Charakterstärke angeeignet. Er hat sich in Selbstbeherrschung geübt. Er ist im Gehorsam gewachsen. Er hatte Disziplin,
Willen und Wollen dem Ziel untergeordnet und er hatte eine Haltung, die sich nicht dem Problem beugte. So, nun denkst du vielleicht, ja, das sind ja hohe Ansprüche, das schaffe ich in meinem Leben nicht. Und in meinem Leben ist sowieso ein Chaos und alles diese Dinge. Guck, die Dinge der Bibel, die Worte der Bibel, sie sind immer ein Ansporn für uns. Sie sind Trainingseinheiten. Sie sind etwas, was uns hilft, in den Dingen wirklich höher zu kommen. Die helfen uns, dass wir Dinge in unserem Leben überwinden und unser innerer Mensch jeden Tag erneuert wird. Tag für Tag erneuert. Darum geht es. Jemand, der gelernt hat zu überwinden oder der dabei ist, es zu lernen, das ist jemand, der sich nicht in Resignation aufhielt. Ich sage euch, ich weiß, wie es ist, wie es sein kann, wenn schwierige Situationen da sind, dass man dann einfach manchmal wie ein Blackout hat und sagt, das schaffe ich nicht. Das ist einfach zu viel. Das geht nicht. Und trotzdem kommt Gottes Aber und er sagt, meine Stärke in dir, meine Stärke in deiner Schwachheit, die hilft dir auf. Lass nicht zu, dass Resignation von deinem inneren Menschen deinen inneren Menschen überwältigt. Jemand, der überwindet, der hat Kapitulation nicht als die einzige Möglichkeit gesehen, wieder da rauszukommen. Kapitulation ist etwas, wo man sagt, ich strecke meine Waffen. Ich höre auf zu kämpfen. Ich bleibe einfach sitzen. Dann muss es halt jemand anders machen. Ich kann auch gar nichts anderes machen. Ich bin eben so. Das ist nicht das, was der Herr möchte, sondern er möchte uns helfen, uns aufrichten und dass wir lernen, das Problem wie das Sandkorn in der Muschel zu überwinden. Nicht die Möglichkeit der Resignation und Kapitulation sofort in Betracht ziehen. Und das muss nicht aus deiner und meiner eigenen Stärke sein, sondern Gott kommt uns zu Hilfe mit seiner Kraft, mit seiner Versorgung und mit seiner Treue. In unserem Beispiel ist es ja von dem Text von dem Kaufmann ein Gleichnis, der eine der schönsten Perlen sucht. Übertragen heißt es ja eigentlich für uns Christen, Jesus hat diese Position in dem Gleichnis wie dieser Kaufmann. Und Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus kam, um zu suchen. Schau, er hat diese kostbare Perle gesucht. Er hat dich gesucht. Und wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus als deinen Herrn hast, dann bist du eine gefundene Perle in seiner Hand. Dann hat er dich gefunden. Und du bist kostbar in seinen Augen. Du bist nicht ein Sandkorn geblieben. Du bist nicht ein Parasit geblieben, wie in der Muschel, sondern Jesus hat dich gefunden. Er kam zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und in Johannes 4, Vers 23, da lesen wir etwas davon, was Gott da mit Jesus gemacht hat, um ihn auf die Suche zu uns zu bringen. Da lesen wir, dass Gott sich selbst auf die Suche macht nach Menschen, die als wahre Anbeter in Geist und Wahrheit gefunden werden. Schau, du bist eine Perle, die ein kostbarer Schatz für Gott ist, weil du wirst zubereitet, im Geist und Wahrheit Gott anzubeten. Ist das nicht ein geniales Ding? Und ich finde dieses Gleichnis immer wieder beeindruckend. Ich mag das. Ich lese das so gerne, weil es hier heißt, dass der Kaufmann alles verkaufte. Und Jesus hat für mich den Preis bezahlt. Er hat alles dran gegeben. Er hat nichts zurückgehalten. Er hat nicht gesagt, naja,
Sigrid, weißt du, du bist schon ein bisschen wertvoll, aber so ganz, also einen vollen Preis und ich handle das ein bisschen runter oder irgendwas. Nein, Jesus hat den vollen Preis für mich bezahlt. Und wenn du ein Nachfolger Jesu bist, wenn dein Herz ihm gehört, wenn er der Herr in deinem Leben ist, dann ist es so, dass er den ganzen Preis für dich bezahlt hat. Viele Leute sagen, ja, ich weiß ja nicht, ob Jesus mich wirklich angenommen hat. Ich habe auch diese Heilsgewissheit nicht. Ich weiß nicht. Sie halten sich immer drin auf, indem ich weiß nicht. Lies dieses Gleichnis. Vertief dich da rein und lerne, was es heißt. Jesus hat alles hinter sich gelassen. Er hat alles bezahlt, um dich zu suchen, und er hat dich gefunden. Vater und Sohn, der himmlische Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sie haben sich auf den Weg gemacht, um dich zu finden. Und in Galater 4, Vers 4 bis 5, da lesen wir davon. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Manche Leute sagen, ja, Sohnschaft ist mal wieder alles für die Männer. Das ist eine falsche Interpretation, wenn ich das mal hier anfügen darf. Sondern die Sohnschaft, das ist das, die Autorität, die Identität in Christus geschenkt zu bekommen. Jesus kaufte die los, die unter Gesetz waren. Du und ich, wir waren unter Gesetz. Und er hat dich und mich losgekauft mit dem vollen Kaufpreis. Eine der Bibelstellen, die das auch wirklich noch sehr deutlich hervorbringt, was es Jesus gekostet hat, die ist in Philipper 2, Vers 6 bis 10 beschrieben. Und da geht es genau um dich und mich, um diese Perlen, die Jesus gefunden hat und was er eigentlich dafür bezahlt hat. Da heißt es, er, Jesus, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven. Er wurde den Menschen ähnlich und in seiner Erscheinung als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen, derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Die Perle zu suchen, einen Preis zu bezahlen und sie als Eigentum zu bekommen, das möchte Jesus dir heute ganz neu wieder zusprechen. Wenn du Zweifel hast, wenn hier Leute sind, die Zweifel haben an dem, ob Jesus sie angenommen hat, dann beschäftige dich mit diesem Text. Was hat Jesus aufgegeben, um loszukaufen, um dich zu erkaufen, diesen Preis für dich zu bezahlen, damit du sein Eigentum bist? Kostbar, wertgeachtet, kostbarer als jede Tiefseeperle. Ich glaube, es gibt nichts Kostbareres im Universum als das Blut Jesu. Es gibt nichts Kostbareres. Es gibt nichts Kostbareres, als dass er sein Leben gegeben hat für dich und für mich, damit du gefunden werden konntest. Er, der Gott allen Lebens, hat dich erschaffen zu seiner Freude und zu seiner Ehre, zu seiner Herrlichkeit. Du gehörst zu ihm und du bist eine wertvolle Perle in seiner Hand. Wenn du das
ja sagen kannst, ich bin eine kostbare Perle in Jesu Hand, in den Händen Gottes, dann mach ein Zeugnis daraus. Vielleicht ist es möglich, dass du mit Menschen, mit denen du im Gespräch bist, mit Menschen, die am Glauben mit Jesus interessiert sind, dass du mit ihnen über dieses Gleichnis sprechen kannst. Viele Leute verstehen das. Viele Leute haben eine Vorstellung von dem, wie eine Perle entsteht und dass Perlen wirklich kostbar sind. Vielleicht kannst du ein Zeugnis daraus machen. Frag den Herrn, frag den Heiligen Geist, frag Jesus, wie kann ich mit jemandem über diese Perle sprechen, für die Jesus alles gegeben hat. Wie kann ich darüber sprechen, dass es möglich ist, eine ungute Situation, etwas, was plötzlich in mein Leben gekommen ist, genau wie diese letzten Monate, dieses letzte Jahr, was wirklich unvorhergesehen, ungeahnt in unser aller Leben gekommen ist. Wie kann ich in diesen Dingen überwinden, wenn es in mir zur Unruhe kommt, zur Sorge, zur Panik, zur Angst, zur Bedrängnis, zu all diesen negativen Dingen? Ich kann lernen, sie zu überwinden. Dieser innere Mensch muss Tag für Tag erneuert werden. Ich möchte euch noch von einem Beispiel berichten. Das habe ich auch hier in meinem Buch, in diesem zweiten Band, habe ich das aufgenommen. Das ist wie ein Perlenkästchen, wie ein Schmuckkästchen. Und da habe ich eine Situation aus meinem Leben berichtet, nämlich eigentlich von meiner Großmutter. Meine Großmutter, das war eine wirklich sanftmütige und freundliche Frau. Und ich habe sie echt so in Erinnerung. Und wisst ihr, meine Großmutter, das war jemand, die in ihrem Leben sehr, sehr viele schlimme Dinge erlebt hat. Als die Kriegswirren zu Ende gingen, waren ihre beiden Söhne noch zu Hause auf Heimaturlaub gewesen und es kamen schon die ersten Nachrichten, der Krieg ist aus, der Krieg ist verloren, und meine Großeltern haben versucht, ihren beiden Söhnen zuzureden, dass sie doch zu Hause bleiben sollen. Und sie haben gesagt, der Krieg ist bald aus und ihr könnt doch jetzt hier bleiben, wir verstecken euch. Aber diese beiden jungen Männer, die waren erst 16 und 17 Jahre alt, sie hatten so viel Bedrängnis, so viel Angst, dass sie gesagt haben, nein, wir müssen gehen, sonst werden wir wahrscheinlich erschossen. Und sie kamen aus dem Krieg, der 3 Tage später wirklich zu Ende war, nicht wieder nach Hause. Später hatte meine Großmutter erlebt, dass ihre Tochter, also meine Mutter, sehr früh gestorben ist, ihr Mann ist früh gestorben und sie hatte wirklich viele, viele große Herausforderungen in ihrem Leben erlebt. Und trotzdem war sie für mich immer ein Vorbild, ein Zeugnis. All das Schwere, all das Bittere hatte es nicht geschafft, sie runterzureißen, sie bitter zu machen, sie negativ zu machen, sie deprimiert zu machen, sondern sie hat bis an ihr Lebensende eine Freundlichkeit ausgestrahlt und hat eine Lebensfreude auch in sich getragen durch ihren Glauben an Jesus, der sie gehalten hat durch diese Dinge, die sie erlebt hat. Und neben vielen anderen Erlebnissen verbinde ich eins, das ist wirklich krass gewesen, denn meine Oma, meine Großmutter hatte eine wertvolle Perlenkette und sie hat die immer getragen, wenn so besondere Familienereignisse da waren. Und ich war immer als Mädchen dran interessiert an dieser Perlenkette und habe gesagt, Oma, wenn du mal stirbst, dann musst du mir die vererben. Und so hat sie das auch dann gemacht. Sie hat mir diesen kostbaren Schatz hinterlassen. Und zu meiner Hochzeit habe ich diese Perlenkette dann getragen. Und danach lag sie halt in meinem Schmuckkästchen für diese ganz besonderen Augenblicke des Lebens.
Und Jahre später kam so ein besonderer Augenblick. Wir waren eingeladen, sehr wichtige Leute. Und ich wollte natürlich dann auch dementsprechend Schmuck tragen. Und so habe ich diese Perlenkette rausgenommen und habe festgestellt, dass der Verschluss dieser Kette kaputt war. Oh, das war echt schade. Und ich habe darauf geachtet, dass ich ganz schnell zu einem Juwelier kam, dass ich diesen Verschluss reparieren wollte. Nun war dieser Juwelier ein Kunde, der mit unserer Firma zusammengearbeitet hat, also nicht irgendjemand, sondern wirklich jemand Wichtiges. Und ich bin in dieses Geschäft und wir waren dort einfach bekannt. Also, dann weißt du, was das ist. Und dann habe ich mein Anliegen dieser Fachfrau geschildert und die nahm diese Kette, ließ sie durch die Finger gleiten und schaute mich dann irgendwie so ein bisschen irritiert an. Und ich dachte, was ist denn jetzt? Sie setzte eine Lupe auf, um jede Perle zu prüfen und anzugucken. Und dann sagte sie, also, ich denke, es lohnt sich nicht, einen Verschluss von uns anfertigen zu lassen. Wenn Sie zum Kaufhaus da hinten an der Straßenecke gehen, dann bekommen Sie für den Preis von einem Verschluss gleich eine ganze Perlenkette. Denn diese Perlen sind nicht echt. Darf ich Ihnen eine unserer echten Perlenketten zeigen? Ich war so betroffen, ich war so überrascht, ich war einfach überwältigt von dieser Erkenntnis, dass diese Perlenkette, die meine Großmutter mit so viel Eleganz, mit so viel Freude und allem so getragen hatte, dass diese Perlen nicht echt sein sollten, das hat mich wirklich sehr betroffen gemacht. Und ich habe dann erstmal das ein bisschen überspielt und habe dann den Laden verlassen. Erst war ich ärgerlich und zornig, dass ich das nicht wusste und so eine Peinlichkeit und ausgerechnet mit diesem Kunden und so. Aber dann dachte ich an meine Großmutter und ich musste echt lächeln. Mit welchem Stolz und mit welcher Würde hatte sie diese Perlen getragen? Natürlich, sie konnte sich gar keine echte Perlenkette leisten. Genauso wenig wie ich. Ich hätte noch nicht mal ein Perlenarmband mir leisten können, das mit echten Perlen gearbeitet gewesen ist. Und gezeigt hat es mir, in vielen, vielen Dingen ihres Lebens hat sie eine Überwindermentalität herausgebildet. Sie hat als Überwinderin gelebt. Sie war eine Überwinderin von innen heraus. Verstehst du? Der innere Mensch, dieses Innere, das schafft in dir ein Überwinden. Sie war mir wirklich ein Beispiel. Ein Beispiel, was ich heute noch gerne, auch wenn ich in meinem Buch blätter, das lese ich immer wieder gerne, weil das lässt mich jedes Mal auch ein bisschen schmunzeln über das, wie meine Großmutter so gewesen ist. Eine Überwinderin. Ich will noch ganz kurz eine zweite Sache mit euch betrachten in der Bibel, wo es um Perle oder Perlen geht. Wir lesen nämlich von diesem Bild der Perle und den Überwindern in einem Text in Offenbarung. Und dort lesen wir die Beschreibung der Stadt, des neuen Jerusalem, der Stadt, die aus dem Himmel gekommen ist, die Stadt, deren Erbauer und Architekt Gott selbst ist. Und die neue Erde wird Gottes Wohnort werden mit dem neuen Jerusalem, das aus dem Himmel kommt, als Zentrum. Und er wird immer bei seinem Volk bleiben. Das ist diese große Schau auf dieses endzeitliche Geschehen. Wir lesen von dieser Stadt, dass die Straßen aus Gold sind, durchsichtig wie Glas. Und von der Mauer, die sie umgibt, die von vielen Edelsteinen berichtet, aus denen sie gebaut ist.
Kannst du dir eine Mauer vorstellen, die aus Edelsteinen gebaut ist? Kannst du dir das Funkeln vorstellen? Da wird geredet von Edelsteinen, die kunstvoll, Entschuldigung, die kunstvoll gefertigt waren. Die Rede ist von einem Saphir, von einem Smaragd, von Amethyst und vielen, vielen anderen. Glänzend, funkelnd, beeindruckend. Und dann lesen wir von den Toren der Stadt. Und das ist etwas, als ich das erste Mal gelesen habe, ich war so begeistert. Ich habe gedacht, wie kann das sein? Wie kann ich mir das vorstellen? Die Tore der Stadt. Ihr lest es in Kapitel 21, Vers 21. Kann man sich sehr gut merken. Da heißt es, und die 12 Tore waren 12 Perlen. Und jedes der 12 Tore bestand aus einer einzigen Perle. Wenn ich mir vorstelle, wenn man eine Perlenkette hat, das sind viele kleine Perlchen, die aneinander gefügt sind. Aber diese Tore des himmlischen Jerusalem, ein Tor, was aus einer einzigen Perle gemacht ist, das ist für mich überwältigend. Und immer wenn ich das lese, dann denke ich an diese Bibelstelle, wir verkündigen, wie es in der Schrift heißt, was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört und was keines Menschen Sinn gekommen ist. Das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Denn uns hat es Gott enthüllt durch den Geist. Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes. Ein Tor aus Perlen, etwas, was Herrlichkeit für mich ausdrückt. Ein Tor aus einer Perle. Das spricht für die Überwinder, die durch dieses Tor einziehen werden. Die Überwinder, die der Herr sammeln wird. Die Braut, die immer bei ihm an seiner Seite sein wird. Er wird die hindurchführen durch diese eine Perle, die überwunden haben durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Vielleicht ist es jetzt für dich und für mich ein bisschen schwierig, dass man sich das so vorstellt. Aber wir werden, du und ich, wir werden durch dieses Tor, durch eins dieser Tore oder vielleicht, ja, vielleicht auch mal durch die anderen, ich weiß es nicht. Wir werden da durchziehen und wir werden auf diesen Straßen laufen und wir werden Gott sehen, denn Gott wird bei seinem Volk wohnen. Wir, die Problembewältiger, wir, die Überwinder. Die standhaft geblieben sind, die nicht zurückgewichen sind, die nicht ausgewichen sind, die sich nicht weggeduckt haben, die keine Kompromisse eingegangen sind, die Kompromisse nicht wollten und die Männer und Frauen des Glaubens, die werden durch dieses Tor, was aus einer einzigen Perle ist, die werden da durchziehen. Lasst uns jetzt noch sprechen davon, ich möchte euch gerne noch ein bisschen was an die Hand geben, dass ihr in dem Training so mitgehen könnt, wie man Überwinden trainieren kann. Und das ist etwas, was ich in vielen, vielen Bibelstellen wiedergefunden habe, was sich einfach für mich immer wieder abbildet, dieses Überwinden und nicht stecken bleiben, nicht zurückweichen, nicht wegducken. Und diese Bibelstellen, die helfen uns, in diesem Training zu überwinden. Die Dinge auch mit den Augen Gottes zu sehen. Die Dinge, die dann in uns eine andere Haltung hervorbringen. Und wir sind dann nicht mehr mutlos diesen Angriffen des Feindes ausgesetzt, sondern wir setzen unseren Glauben frei, dass der Herr uns zu seinem Sieg führen wird, dass er an unserer Seite ist und steht und dass er uns in allem zu Überwindern macht. Und ich habe jetzt ein paar Proklamationen zusammengestellt, die mir persönlich immer geholfen haben und heute immer noch mir helfen und mich getröstet haben, ermutigt haben, neu ausgerichtet haben, gestärkt haben. Und das sind Proklamationen, das ist für mich
das war in einer Zeit, wo es mir wirklich schlecht ging. Da habe ich das gelernt, das Wort Gottes zu nehmen und es anzugleichen in quasi meine eigenen Worte. Und vielleicht ist das auch für dich jetzt eine Möglichkeit, zu lernen, mit dem Wort Gottes übereinzustimmen und sein Wort über der Situation zu erklären, die für dich jetzt so schwierig ist, und wirklich diese Verheißungen Gottes in Anspruch zu nehmen. Ich sage dir, ich lerne das immer noch und ich werde es wahrscheinlich lernen bis zu meinem letzten Atemzug. Ich habe immer die Bibelstelle, die lese ich dir vor, und dann lese ich dir vor, wie ich sie als Proklamation für mich umgeändert oder angeglichen habe. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich das Wort Gottes nicht wert achte in seiner Ursprünglichkeit. Es hat nichts damit zu tun, dass ich die Bibel umschreibe. Es hat nichts damit zu tun, dass ich das Wort Gottes irgendwie verändern will. Verstehst bitte richtig. Es ist zur Hilfe gesetzt, damit es mir leichter wird, in diesem Trainingsplan zu laufen und stärker zu werden, in der Kraft Gottes zu laufen. Wir lesen als erstes Römer 8, Vers 37. Römer 8, 37. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und ich habe es dann so für mich aufgeschrieben, aber in dem allen, was gegen mich steht, werde ich weit durch den überwinden, der in mir lebt und mich liebt. Römer 12, 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Ich sage, ich lasse mich nicht vom Bösen oder vom Feind überwinden, sondern ich überwinde. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich sage, ich weiß, dass alles, was aus Gott geboren ist, die Welt überwindet. Und das ist es, was mich lehrt, die Welt zu überwinden, nämlich durch meinen Glauben an ihn. 1. Korinther 15, Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich sage, ich danke Gott, dass du mir den Sieg gibst durch meinen Herrn Jesus Christus. Ich danke dir, Gott, du wirst mir Sieg geben über alle diese Attacken. 1. Johannes 4, Vers 4. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Ich sage, ich gehöre Gott und deshalb werde ich überwinden. Ich werde überwinden, was gegen mich steht, denn der in mir lebt, ist größer als der in der Welt ist. Offenbarung 3, Vers 5. So wird, wer den Sieg erringt, in weiße Wänder gehüllt, und nie werde ich seinen Namen tilgen aus dem Buch des Lebens. Ich werde mich zu seinem Namen bekennen, vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Was für ein gewaltiges Wort, was für ein gewaltiger Zuspruch. Das musst du dir mal in den einzelnen Worten wirklich reinziehen. Dann wirst du sehen, dass das ein Segen für dich ist. Ich habe das für mich so empfunden. Ich sage, ich werde überwinden und mein Name kann nicht aus dem Buch des Lebens gelöscht werden. Mir werden weiße Kleider gegeben und mein Name wird von Jesus vor dem Vater im Himmel und vor seinen Engeln bekannt sein. Bekannt werden heißt es eigentlich. Stell dir das vor, dein Name wird vorgelesen werden vor dem Vater im Himmel und vor seinen Engeln. Du bist bekannt im Himmel. Und eine letzte noch, Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen.
wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Und ich sage, weil Jesus überwunden hat und er nun zur Rechten des Vaters sitzt, werde ich auch überwinden und werde mit Jesus auf dem Thron sitzen und mit ihm regieren. Ihr Lieben, denkt doch mal drüber nach, was das für eine geniale, herrliche Botschaft ist, die dir und mir da gegeben ist. Welch ein gewaltiges Vorrecht, welch eine Aussicht. Hey, wenn du jetzt denkst, oh, das ist ja alles so furchtbar und es ist alles so schlimm und es ist alles ätzend. Hey, stärke deinen inneren Menschen damit. Ich werde vor dem Herrn stehen. Ich werde weiße Kleider bekommen. Ich werde sogar einen neuen Namen bekommen, den nur er weiß und der mir gegeben wird. Ich werde meinen Namen hören, der vorgelesen wird vor dem himmlischen Vater und vor seinen Engeln. Ich werde überwinden und ich werde mit Jesus sitzen auf dem Thron, um zu regieren. Das ist unsere Aussicht. Nichts weniger als das. Ich bin wirklich mit Trost erfüllt und überreich an Freude bei all unseren Bedrängnissen, sagte Paulus. Und das ist mein Gebet auch für dich und für mich, trotz allen Bekenntnissen, in allen Herausforderungen, das Geschenk der tiefen Freude, die Gott dir gibt, über das, was kommt, über das, was er uns vorbereitet hat, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, in keines Menschen Sinn gekommen ist, das hat er vorbereitet. Für dich und für mich. Wir sind Gottes Volk. Gott hat mehr für uns. Amen.